Also, hoi Claudio, wie lebst du? Gut. Ja, wunderbar. Erzähl doch mal ganz kurz eure Firma, du dir kurz vorstellen. Also, wir sind die Firma Gnuffesa von der Manasa. Wir sind eine Kernfirma in dritter Generation. Großvater hat 1945 angefangen. Der erste Kranwagen ist 1969 gekommen. Das war ein Univog mit einem Hiebkran. Ja. In den letzten Jahren haben wir eine Kranfirma aufgebaut. Wir sind seit 1999 Kunde bei der Firma Notter mit der Marke Fassi. Der Kran ist uns ans Herz gewachsen. Wir haben viel Glück gehabt mit diesen Kränen. Sei das technisch, wenig Probleme. Und auch kein Unfall. Das ist doch ganz wichtig. Der, also, ihr seht, ist ein super Spezialist hier, den wir haben in der Gegend. Das Zweite, was ich dich gerne möchte fragen, Claudio, ist, was ist der Richtung, wo bist du hauptsächlich, wo siehst du die Anwendung von diesen Kranen? Wir sind im Baugewerbe tätig. Wir tun alles lupfen, sei das von Glasscheiben. Wir tun Aushübe machen mit diesen Kränen. Wir tun Dachdecker beliefern. Überall, wo man lupfen kann, sind wir dabei. Also ein ganz breites Spektrum. Was war bei dir denn matchentscheidend, dass du gesagt hast, ich wähle den Fassi-Kranen aus? Fassi-Kran. Du musst studieren. Ja, jetzt haben wir studieren. Ist nicht gewöhnt, oder? Ja. Das Ganze. Der Fassi-Kran tut sich durch seine Schnelligkeit, seine Qualität, weit die Reichweite, die er hat, tut das auszeichnen für uns. Wunderbar, ja. Und es ist ja nicht der erste Fassi, den du einsetzt. Das ist der vierte Fassi. Vierte Fassi ist wunderbar.